Werde. Herzlich willkommen zurück zur Let's Play The Crew. Heute mit Spike, Jan und meiner Michael Klabur. Sagt hallo, ihr Fotzen. Heil. Ich trau mich. Hitler. Auto geht Anzeige. So, jetzt kommt mein neues Auto hier wieder. Ein bisschen getuned habe ich ihn. Ein bisschen getuned? Ich? Ein bisschen getuned? Die Ami-Schleuder, Junge. Hier nicht hier Drecks-Ferrari. Ja, so wie USA gestern. Gegen Italien. Ja, USA gegen Italien. Und England. Und Österreich. Wisst ihr, was mir wehtut? Deine Mama. Nein, mein Handgelenk vom vielen Wichsen. Entzündung. Ja, ich hab eine Sehenscheidensentzündung. Und wie haben sie die gekriegt? Vom Wichsen. Au. Okay, jetzt macht er einen Rauch. So, jetzt sollen wir hier mal den Anus zeigen, Leute. Arno. Erster Gang radieren. Zweiter Gang radieren. Dritte Gang Nos. Aber, viel zu früh. Quatsch. Ah, Windschatten nutzen. Bug ausnutzen. Der erste fliegt schon mal. Naja, hier fehlen unbedingt noch Punkte. Geschwindigkeit habe ich ihn jetzt genug Spike, jetzt braucht er noch ein bisschen mehr Grip. Ja, das Problem, die Geschwindigkeit bringt dir halt nichts, wenn du so schnell hinkommst. Leider. Ja. Schlimmste Strecke für die Kiste. Ja, absolut. Lange Kurven. Hat ja auch Jan wieder ausgesucht. Ja, mal so. Naja, wir beide sind wenigstens letzter. Noch nicht. Genau, er kommt nämlich jetzt. Du bitte. Na Ferrari, la. Was? Exakt. Ja, jetzt kommt Endspurt. 400 gleich. Oh, bremsen. Nein, oh. Frontal in den Pfeiler. Na, Spike ist schuld, Mann. Was? Ja, oh, du hast wieder gebläht, Mann, es stinkt. Ja, Mai, mach Fenster zu. Ja, Mai, mach Fenster zu. Oh, Mann, Spike, hör auf zu futzen jetzt hier. Ja? Kein Problem. Oh, immer diese LAN-Partys und dann hat einer Blähungen. Ist ja ekelig. Immer da, Kevin. Ich hab's gestern gehabt. Ja, rückwärts durchziehen, muss mir meiner nachmachen, ja? Ah, ich war rückwärts genauso schnell wie die anderen. Warten. Oh Scheiße, wir haben einen Agent hier. Echt? Wen denn? Black Hitman 07. Hitman. Einspritzanlage. Oh, ich hab wieder Einspritzen gewonnen, wie geil. Ich hab der Steuergerät gewonnen. Der Steuergerät. Okay, so lange. Ist aber auf Platz 2. Oh, krasser Junge. Black Hitman 007. Anonymous Hacker. Ja, genau. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Anonymous. Dass die Leute sich einfach nicht was Eigenes in ihren kleinen Spatzenhirn oben einfallen lassen können. Oh, mach ein Ultra-Tempo, hallo? Ultra-Tempo. Taschentücher. Taschentuch. A781, ja. Was? Ich möchte jetzt hier Spike ein bisschen ärgern. Ne? Wir fahren jetzt wir fahren gleich auf Eisstrecke mit Amerikanern hier. Amischlitten. Rutschen, rutschen, rutschen. Nein, machen wir nicht. Ich habe keinen Bock auf die Strecke. Ich hätte mal Bock. PE, 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 Rennen, Rennen. Ah, Spike hat Verstand.
Was? Bike hat Verstand, ja, du hast Rennen genommen. Oh, wer macht denn hier mit Kollision, Alter? Anonymous-Hacker. Da sieht man ganz genau, dass du oben dein Spatzenhirn irgendwo auf der Straße. Oh, ja, Ultratempo genauso. Ja, der ist sowieso nicht ganz dicht heute. Jetzt war's damit an, du Hure! Und wenn deins kommt, ne? Ich sag's dir, ich bann dich aus dem Blocken, DS. Blocken, Blocken, Blocken. Ja, toll. Schade. Ja, wie scheiße da. So, ganz knappe Sache. Was anderes hier. Mit was fahrt ihr? Na, nix. Pagani Hyra. Was nimmt Spike denn da? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Der Mini Cooper. Taxi. Ach du Scheiße. Ich hab auch Lotus genommen. Was hat Spike da für ein hässliches Auto genommen? Ich hab ein normales Auto genommen. Salin. Wer hatte den da mit Punkten? Ich Gold nicht. Und Punkten drauf? Ich hab gedacht, das wäre Spike gewesen. Nein. Nee, das war der andere Hässliche. Ach so. Der war ganz hinten. Der kleine Junge war das. Wie hieß er? Guter Junge. Guter Junge. Lotus for the win. Oh, das Ding schreit ja. Oh, das Ding radiert ja nur. Alter, was hat das Ding für eine direkte Lenkung? Willkommen bei Lotus. Willkommen bei Lotus. Sie haben das extra gebucht. Direkte ja. Lenkung. Das war das. Ah, das war die lange Strecke. Scheiße. Alter, ich hab keine Ahnung mehr, die Strecke. So viel. Das haben wir jetzt gemacht. Da bist du halt auch Opfer. Ich hab auch ein Kohle gebracht. Wie viel? 3,2000? 3200? Nee, 400.000. Das ist ja gar nichts. Was mich einfach ankotzt zur Zeit in The Crew wieder ist, dass es immer dunkel ist irgendwie. Ja, klasse, ich hab so einen blöden Lichtfilter. So, alles dunkel stellt. Ja, Lotus, Platz 3 jetzt! Anonymous Hacker. Holy crap! Kann ich leider nicht. Tada. Oh, dass ich mit dem Lotus so gut mithalten kann, Jan, ne? Ja. Ja, das ist ein schlechter Ding. Oh, ne, ich hab Glück gehabt! Alles mitnehmen. Oh, mein Gott, wie viel Müll hier rumsteht. Er legt dich zu, ist der Haufen größer. Oh, ich werde wieder wach, Jan, echt. Ich darf nicht so lange hier irgendwelche Videos zur Zeit gucken, echt. Ich werde dann so träge und könnte so ins Bett gehen jedes Mal. Ja, am nächsten Dienstag wird das ja vorbei. Erstmal. Ja, für, wahrscheinlich für 5 Tage oder so, dann haben wir das Spiel durch. Ja. Geld zurück, Garantie. Nach dem Durchspielen kannst du das Spiel wieder zurückgeben, kriegst dein Geld wieder. Oder hat irgendwelche Loops verkauft. Kabi muss hoffen, dass er bis nächste Woche Dienstag seine Grafikkarte wieder hat. Was ich nicht glaube. Achso, die ist ja kaputt gegangen. Ja, eine ist Schrott. Und dann auch noch die nicht mal 2 Jahre alt ist, ne?
Meine Brennseite. Ja, er hat einfach ein scheiß Produkt erwischt. Ich möchte nie wissen, wie lange die wirklich schon kaputt ist. Weil der hat ja schon seit Ewigkeiten Blue Screams immer wieder, ne? Oh, der hat einen Unfall, Idioten da vorne. Oh. Ja, ich gehe jetzt an Anonymous vorbei. Oh nein, ein Bauch. Oh nein. Halt's mal. Ich muss gerade Rennzeug fahren. Kann sogar noch gewinnen. Ich kann es schaffen, ich glaube an mich. Der kriegt dich nicht mehr. Doch, doch. Das nein, Jan ist zu weit weg vor Black Hitman. Jetzt hab ich nicht mehr. Der auch. Ja, Hitman. Konzentration. Come on. Putze. Komm, komm, komm. Was ist das Ziel, Junge? Black Hitman ist ins Rutschen. Ja, er kommt ins Rutschen. Du bist schon nicht trotzdem schneller wie ich. Ich muss sagen, ich habe den Sieg total verdient. Ja, weil du wenigstens einen Fehler gemacht hast. Ja. Ganz einfach. Ich bin mal so Platz 2, Platz 3, dann hat der erste Fehler gemacht, ich so voll durchgezogen und so, man richtig. Ja, und dann diesen normalerweise hätte ich mit dem Lotus gegen die Autos auch gar keine Chance gehabt, aber weil die zu viele Fehler gemacht haben. Oh. Nur wir haben gestern mal wieder unsere Lieblingsstrecke gefahren, meine und Jans. Und da müssen wir sagen, da ist uns mal wieder extrem aufgefallen, auch wenn die Leute Fehler machen, dass sie trotzdem schneller sind. Weil ich bin gestern so sauber gefahren. Und wir haben trotzdem verloren gegen die. Also das ist immer scheiße. Bremsbonus, Alter. Wer braucht Bremsbonus? Das ist ein Punkt, den könnt ihr weglassen. Nein. Doch, das können sie alle Bremsbonus können sie rausschmeißen. Dafür bringen sie 10 neue Autos, bitte. 10. Ja, ganz ehrlich, es müsste mal was Neues kommen, Jan. Ich bezahle auch gerne mal wieder einen Fünfer. Für so ein Autopaket. Ja. Auch halt Autos. Wenn es schöne Autos sind. Aber nicht mehr wie ein Fünfer, nicht so wie hier ist, Sims 4, Alter. Wir haben es heute mal ausgerechnet, Leute. Wenn ihr das Spiel habt und wollt alle Add-ons kaufen, müsst ihr 180 Euro ausgeben. Also nur für die DLCs, ne? Nur für die DLCs. 250 Euro. Kriegen sie gerade aus diesen Eierschälern mit dazu? Ja, wahrscheinlich. Gar nicht lustig. Doch. Ach so, Rennen ausgehen. Leise rieselt der Schnee. Ach nee, ich wollte das machen. Dass endlich mal die Strecke drankommt, die am schnellsten geht. Still und starr steht Ultras, Verkehr und Kollision. Heute wir. Guckt euch mal das goldene Auto da hinten an, Alter. Wie. Ja, das ist die Schwuchtel. Alter, ich mach mir Totenköpfe auf Spinnenweben. Wie hohl ist das? Ist so, guck mal, der von Ultratempo, der sieht voll geil aus. Matt schwarz mit. Guck mal, wie hässlich der ist. Hä? Das ist ein schönes Auto. Und das der ist guckt sich an selber. Nein! meine ist dran. Verdammt dich, scheiße. Rennen. Mann, Junge. Ich nehm Salin, oder? Anale Grande. Wer willst du? Ich weiß nicht, was ich nehme. Ja, Loot-Kiste denke ich mal, ne, am besten, ne? Ja. Nein. Lass da! Boah, Spike, Alter. Immer Heavy. Erstmal ein Heavy rausholen. Oh, Leroy! Jenkins! Wer schneit? Nein, das ist ein Haus. Achso, und wir haben den Bug behoben. Also wer auch so einen Bug hat, dass wenn er eine Strecke ständig lädt und das geht nicht, müsst ihr in Uplay reingehen und das Spiel reparieren, dann geht alles wieder. Bei Jan hat's geklappt. Gestern haben wir es zumindest nochmal getestet nach der Videoaufnahme, danach ging es alles. Nach der Reparatur, also wenn Leute nochmal das Problem haben oder andere, reparieren. Halt die Fresse, du hast eben keine Ahnung. Wo muss er lang? Ball der Wahl, links und rechts, links und rechts, links und rechts. Oh, Drifting. Bitch. Diese Strecke meinte ich, Jan, deswegen habe ich die gesucht. Seit gestern. Okay. Weil hier fährst du auch gleich unten in diesen Tunnel rein und so, das finde ich voll geil. Ja. Oh, was ist das denn jetzt wieder eine Fahrt in der Scheiße? Voll verkackt. Oh, ich habe meinen Ferrari immer noch nicht. Ich glaube, der ist getuned. Im PE war der nicht fertig getuned, glaube ich, ne? Den hast du fertig gemacht. Echt, habe ich das gestern. Ach stimmt, ja, da hat die ein Einspritzung hat da gefehlt.
Seit wo ich weiß, dass hinter den Bäumen seit gestern immer Platz ist, Jan, nehme ich mal das jetzt ständig. Das war aber Glück, Alter, dass ich da gestern durch hinter den lang gekommen bin. Aber das ist eigentlich eine Stelle. Schon so tot. Ja, aber das ist eine Stelle, die man sich merken muss. Ja. Gerade wenn du von außen herumkommst, könnte das echt besser sein. Wo bleibt Spike? Ich brauche Windschatten. Ich hab die Zen verkackt. Oh. Die Zen verkackt. Das war schaffen. Ja, immerhin nicht letzte. Vorerst. Vorerst. Alter, ist dieser Bug immer noch da? Wenn du die Kurve zu eng nimmst, dass du einfach mitten durch die Luft fliegst. Oh, schon wieder. Ich auch. Hallo. Der Black Hitman einfach nicht verlieren kann. Der rastet sofort aus und holt erstmal alle Laternen hier weg. Der holt alles weg hier. Weil er geht auch nicht schneller durch. Ich gehe Rage-Modus rein. Er wird dadurch langsam, aber das hat er glaube ich noch nicht gerafft, ne? Ja, der ist zu aggressiv, der will jetzt ab nach vorne. Jetzt ist er sogar Dritter. Ja, ist genauso wie der andere, der gerade hinter mir ist. Der ist genauso, der Anonymous. Er versucht es auch gerade mit Biegen und Brechen und ich bin eigentlich total entspannt hier. Ja. Aber das ist meistens so, wenn du entspannt bleibst, finde ich. Ja, erreichst du. Ja. Erreichst du viel mehr. Oh nein. Jetzt habe ich mega Fehler gemacht. Bin hängen geblieben an der Scheißkante, Mann. Das ist nicht so gut. Dass das Spiel immer noch Spaß macht, ne? Ja. Schade, dass es hier keine Stundenanzeige gibt. Boah. Ja, du musst alleine überlegen, wir kommen jetzt knapp auf die 100 Folgen zu, ne? Ja. Aber wir haben ja erst ein bisschen später angefangen. Haben viel, viel später. Bei dir könnte man vielleicht nehmen, weißt du, wegen der Story. Ja, aber ich habe die ersten ganzen PvP-Sachen ja gar nicht aufgenommen. Ja. Ich glaube, ab La Ferrari habe ich aufgenommen, ne? Ja. Ja, überleg mal, wie viele Nächte wir da schon gezockt haben. Ja, komm ich hinterher. Der holt's einfach alles weg. Oh, jetzt kommt er ran. Jawohl. Erster. Puh. Muss man doch wieder die Nuke-Kisten nehmen. Hm. Geil ist er. Oh, ein Dreck. Ja. Auch, dass ich Vorletzter geworden bin. Nee. Vierter. Nee, Fünfter geworden bin. Ich habe den Vierten nicht mehr gekriegt. Ist trotzdem ein geiles Spiel. Was mich wundert, dass die so aggressiv fahren, auch Anonymous und so, dass sie gar nicht meckern so. Weil ich glaube, das ist so eine richtige Kids-Gruppe so. Ey, ja. Oder sie finden. Aber gut, es gibt ja auch genug Jugendliche, die da ganz ruhig bei bleiben. Einspritzanlage gewonnen, schon wieder. Die ich ja gestern eingebaut habe, 50er. Mhm. Bekleidungsfotos. Ja. HQ schicken. Ja, und die Teile, die ich jetzt in HQ schicke, sind für andere Autos. So, nein. Jetzt, ja. Die nur für das Auto, was du gewinnst. Ja. Und umso mehr PvP ich fahre, umso mehr Tuning-Teile hast du beim PE-Händler. Weil wenn du nämlich keine PvP-Advent fährst, hast du auch keine Tuning-Teile, Spike. Mhm. So. Nur bei Dragster, Monster Truck und so, muss er... Guck dir mich an, der fährt keine Rallye, nur PE hat PE alles, aber Rennen hat er nur so Bronze-Teile oder so. Ja. Bei Bob.
Ja, wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.